B1.3. Ermitteln Sie rechnerisch, für welche Belegung von x es Trapeze A in B in C in D n gibt. So, hier sehen wir die beiden Trapeze und jetzt heißt es, für welche Belegung von x. Das blaue Trapez ist ja für x gleich minus 1 eingezeichnet, das grüne Trapez für x gleich 4. So, wie bekomme ich jetzt heraus, welche x gültig sind? Dafür muss ich mir überlegen, was kann sich bei diesen Trapezen eigentlich alles verändern? Wenn ich es mal anschaue, die Strecke AD, die ist nicht veränderbar, die bleibt immer so, weil wir haben den Pfeil AD mit 2, 1 gegeben. Der verändert sich nicht. Genauso die Strecke CD, die haben wir in der folgenden Aufgabe auch immer mit einer Längeneinheit von 5 gegeben. Auch die wird sich nicht verändern. Über BC wissen wir leider nichts. So bleibt jetzt eigentlich nur noch AB übrig. Und da sehen wir eigentlich, AB, je nachdem, wo das x zu finden ist oder welches x gegeben ist, wird diese Strecke länger oder kürzer. Und da muss man jetzt herausfinden, gibt es irgendwo ein x, wo zum Beispiel diese Strecke AB nicht mehr existiert, wo das Trapez nicht mehr existiert, wo Punkte umgedreht werden und so weiter und so fort. Und das kriegt man am leichtesten raus, wenn man sich überlegt, was passiert mit der Strecke AB, wenn die x immer kleiner werden. Also ich starte jetzt zum Beispiel mit dem blauen Trapez und zeichne immer beliebigere Strecken AB ein. Zum Beispiel könnte die Strecke AB ja auch hier liegen oder hier liegen. Oder hier liegen, oder hier liegen. Und dann sieht man schon, die werden immer kleiner, bis zu diesem speziellen Punkt. Da wird die Strecke AB gleich 0. Punkt A liegt direkt auf Punkt B drauf. Dann haben wir kein Trapez mehr, sondern ein Dreieck. Wenn ich darüber hinausgehe, sind die Punkte A und B vertauscht. Das heißt, wir haben da auch kein Trapez A in B in C in D in mehr. Das heißt, wir suchen hier diesen Punkt. Genau das gleiche machen wir in eine andere Richtung. Ich nehme jetzt das grüne Trapez und gehe in die positive Richtung. Also x wird immer größer. Für x gleich 4,5, für x gleich 5, für x gleich 5,5 und so weiter und so fort. Und dann sehe ich jetzt gleiches Spiel. Die Strecke AB wird jetzt hier immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis zu diesem Punkt, wo die Strecke AB auch wieder 0 wird. Und das heißt, x ist in diesem Bereich hier gültig. So, jetzt brauche ich nur noch diese zwei Punkte. Was sind das genau? Das sind die Schnittpunkte der Parabel mit der Geraden und die müssen jetzt einfach berechnet werden. Also wir brauchen Schnittpunkt Parabel mit Geraden. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wer einen geeigneten Taschenrechner hat, wie zum Beispiel den Sharp. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann den Calc Intersection benutzen, man kann den Grafikserver benutzen, man kann Tool Poly 2 benutzen, um das auszurechnen. Das geht recht schnell und recht einfach. Wer das alles nicht hat, der muss es halt von Hand ausrechnen. Da gibt es auch eine tolle Formel, nämlich die sogenannte Mitternachtsformel. Und die benutze ich jetzt hier. So, Schnittpunkt heißt nichts anderes, als dass der Funktionswert der Parabel an dieser Stelle gleich ist wie der Funktionswert der Geraden. Sehen wir hier. Gerade ist genau gleich wie die Parabel. An der Stelle. Ja, welche Farbe nehme ich? Nochmal orange. Hier mache ich es mal dick und fett. Gerade hat genau den gleichen Wert wie die Parabel. Also nehmen wir die Parabelgleichung mit 0,1x² minus x minus 2 und die muss gleich sein der Geraden mit 0,5x. Und was war das? Minus 0,5x plus 1. So, die beiden Formeln, die finden wir oben bei Aufgabe 1.1 bzw. 1.0. Also habe ich einfach von oben abgeschrieben. So, jetzt nochmal Hinweis. Taschenrechner Calc Intersection kann das berechnen. Der Grafikserver kann das berechnen. Oder auch Tool Poly 2 kann es berechnen. Bei den Casio-Taschenrechnern weiß ich es jetzt nicht genau, aber vielleicht gibt es auch was Schönes. Ansonsten heißt jetzt umformen, sodass wir die Mitternachtsformel ansetzen können. Und das funktioniert so, dass wir erstmal auf einer Seite die Zahl 0 stehen haben. Also alles auf eine Seite packen. Ich packe jetzt alles auf die linke Seite. Das heißt, ich forme diese Gleichung um mit plus 0,5x und minus 1. Dann steht hier in der nächsten Zeile 0,1x², da verändert sich nichts. Minus x plus 0,5x sind minus 0,5x. Bitte dran denken,
Minus x ist nichts anderes als minus 1x. Steht keine Zahl vor einer Variable, darf man sich immer die 1 davor denken. Und minus 1x plus 0,5x sind minus 0,5x. Und dann minus 2 minus 1 sind minus 3. Ist gleich 0. So, nächster Schritt, wir berechnen die Diskriminante. Können wir eine Formelsammlung nachschlagen, steht eigentlich überall drin. B Quadrat minus 4 mal a mal c. So, jetzt nur überlegen, was ist das a, was ist das b und was ist das c. Wenn wir da die allgemeine Form von quadratischen Gleichungen hier nochmal drunter schreiben, ax Quadrat plus bx plus c, dann sehen wir recht schnell sofort, was das a und das b und das c ist. Ja, also das a ist der Zahlfaktor vor x Quadrat, das b ist der Zahlfaktor vor x und das c ist die Zahl ohne Variable. Jetzt einfach einsetzen. Für b haben wir minus 0,5 in Klammer zum Quadrat. Minus 4 mal a ist 0,1 und c ist minus 3. Das kann man jetzt in jeden normalen Taschenrechner eintippen und dann kommt raus 1,45. Ist eine positive Zahl, damit gibt es zwei Lösungen. So, nächster Schritt ist es, die Mitternachtsformel aufzustellen. x1, x2 finden wir ja auch in jeder Formelsammlung. Hat wir den allgemeinen Term minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Setzen wir wieder ein. x1 ist gleich, ja, der erste Schritt ist minus b plus Wurzel aus der Diskriminante und der zweite Schritt wäre minus b minus Wurzel aus Diskriminante. Geteilt durch 2a. Also, minus b war minus 0,5 plus die Wurzel aus der Diskriminante, die haben wir gerade berechnet, war 1,45. Geteilt durch 2 mal 0,1. Das wieder im Taschenrechner eintippen und dann kommt ein Wert von 8,52 raus. So, ich fahre ein bisschen hoch. Jetzt brauchen wir noch das x2 ist gleich, Anfang ist wieder gleich, minus minus 0,5. Man kann auch schon plus 0,5 schreiben, wer es vereinfachen möchte. Ansonsten einfach so stehen lassen. Minus die Wurzel aus 1,45. Und dann wieder geteilt durch 2 mal 0,1. Und hier kommt jetzt ein Wert von minus 3,52 raus. So, und das ist genau der Bereich, zwischen dem die Trapeze existieren. Also müssen wir uns nur hinschreiben. Für x Element, jetzt Achtung, an den Punkten selber existieren die Trapeze natürlich schon nicht mehr. Also die dürfen wir nicht dazu nehmen. Von x Element von minus 3,52 bis 8,52 existieren die Trapeze. An diesen Punkten selber sind es ja schon Dreiecke, deswegen dürfen die nicht mitgenommen werden, deswegen diese eckigen Klammern nach außen. So, und dann haben wir die Aufgabe gelöst, wir sind fertig.